du bist 2012 nach Berlin gezogen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, du kommst aus Allgäu und hast in München so deine ersten Erfahrungen gemacht im Club und hast gedacht, boah, coole Sache, will ich auch machen. Das heißt aber, hattest du einen Plan B oder wusstest du schon immer, dass du ein DJ werden möchtest? Oder nee, ich habe hab Schule bis zur 11. Klasse fertig gemacht. Das war quasi mittlere Reife, also Realschulabschluss. Bin dann abgegangen. Also das Abi habe ich nicht mehr gemacht, weil ich unbedingt anfangen wollte, Geld zu verdienen und zu arbeiten. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Hotelfachmann. Die habe ich auch fertig gemacht. Habe dann in dem Betrieb auch noch gearbeitet. Dann wurde das mit der Musik immer mehr und habe dann nur noch Teilzeit gearbeitet. Und dann habe ich irgendwie so einen Punkt gehabt, wo ich dann schon immer mehr Auftritte mal hatte. Da war das auch schwierig, das mit der Gastronomie zu kombinieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt den Schritt wagen. Ich wollte eh wegziehen aus dem Allgäu. Wollte eigentlich immer nach München, aber ich hatte dann einen Gig in Berlin gespielt, habe dann da super nette Leute kennengelernt und eigentlich deswegen bin ich nach Berlin gezogen. Und seitdem glücklich dort? Ja, auf jeden Fall, genau. Meine persönliche Wahrnehmung ist, wenn ich deine Songs so auf Spotify mir anhöre aus unterschiedlichen Jahren, dann bist du schon viel mehr von House zu Tech House. Yeah. Rübergegangen jetzt in 2018, scheint irgendwie die Lage eskaliert zu sein. Das ist schon viel mehr Techno, dieser dunkler Sound, so ein bisschen Warehouse-mäßig. Eigentlich genau das, was wir auch lieben, so typisch Sisyphus Hammerhalle, I don't know, solche Sachen. Richtig cool, aber ist in deinem Leben irgendwas passiert, das das beeinflussen könnte? Oder ist es wirklich diese Außen, also vielleicht das, was du mitkriegst und von anderen Künstlern, was die dazu bewegt? Auf jeden Fall denke ich das, was ich mitbekomme. Also als ich angefangen habe, Musik zu machen und im Allgäu gewohnt habe, da gab es halt keinen einzigen Techno-Club. Da war München eigentlich wirklich das nächste Ziel sozusagen. Ja. Dann hast du erstmal nicht viel Input. Dann kriegst du halt ein paar Sachen so auch durchs Internet mit irgendwie. Und damals zu den Anfängen von Soundcloud, so die Leute, die ich da als erstes gefunden habe, die haben halt auch irgendwie so House gemacht. Und das war dann einfach das, was mir gefallen hat. So. Ja. Und dann irgendwann habe ich, als ich so das Gefühl habe, okay, irgendwie ist das jetzt nicht mehr so, erfüllt mich das 100%, habe ich halt neue Künstler entdeckt. Und dann habe ich so Sydney Charles und Sante und so UK Tech House für mich irgendwie entdeckt. Ja. Und das habe ich dann quasi einfach neu für mich entdeckt, auch wenn es das davor schon gab. Ja. Ja, und jetzt so dieser Wechsel zu Techno kam eigentlich tatsächlich letztes Jahr beim ADE, weil ich da Ilario Alicante gehört habe und dann auch noch Nastia und Sven Feth im Gashau da bei Awakenings. Und das war schon sehr prägend einfach, weil dieses Techno-Erlebnis da halt wirklich rüberkommt durch die ganze Umgebung auch. Ja. Es hatte halt wirklich so eine Rave-Atmosphäre. Ja, das Gesamtpaket. Und da kam eigentlich so dieser Wechsel zu Techno. Ich persönlich liebe halt so 90er Jahre Rave, auch trancige Sachen, alte Bonsai-Platten, Bons von Bonsai Records. Ich glaube, die neue Generation, also meine oder also eher noch die nächste jetzt quasi, die noch jüngere Generation, kennt das alles natürlich gar nicht mehr. Und ich kenne auch sicherlich ganz viel davon nicht, was sicherlich super geil war. Du bist 27, ich bin 28, ja. Genau, ich möchte einfach diesen Sound so ein bisschen zurückbringen. Ja. Ich kriege auch Nachrichten von Leuten, die irgendwie 35 oder Ende 30 sind und schreiben so, egal, das erinnert mich total an die 90er. Ja. Das meine berührt Jugend. Mich. Ja, das berührt mich echt, weil ich entdecke das quasi neu und versuche es dann so mit meiner Perspektive, das zu produzieren, weil ich das halt liebe. Und dann halt so solche Nachrichten zu bekommen, das bedeutet mir mega. Und wenn das halt sich irgendwann auch mehr Leuten irgendwie sagt, so, boah, diese alten Rave-Sachen, das ist geil, das ist so meine, das ist das, was ich gerne erreichen möchte, auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich irgendwie ganz geil. Hatte ich tatsächlich auch letztens in Ungarn, in einem Club, in Pécs,
hatten zwei auf der Tanzfläche Sex und die Tanzfläche war echt klein. Ja, denen hat es wohl gefallen. Okay, also Beweis-Check, making love fast, okay? Genau, also Dancing in the Club, Making Love, Love, Dancing Alone at Home. Studying for an Exam, finde ich auch ganz geil. Mhm. Schreiben mir auch öfter mal Leute so, hey, ich habe den ganzen Tag gelernt. Oder auf der Arbeit, so kommt der, ist der eher fast, also geht so in die gleiche Richtung. Finde ich cool. Before Sporty Competition ist auch echt cool. Ich würde noch eine Sache dazu schreiben. Gerne. Soll ich das damit schreiben hier? Ja, ja, genau. Okay, ich schreibe when you have the best sound system possible. Ah, okay. Das ist echt eine richtig coole Idee auf jeden Fall. Dankeschön. Gut, dass ihr kein Trinkspiel mit mir gemacht habt, weil ich trinke nämlich eigentlich nicht. Ja. So seit, ich glaube, April diesen Jahres hatte ich die erste EP. Die letzte kam jetzt erst raus vor ein paar Wochen. Und ja, Rainer kenne ich halt auch schon jetzt, weiß ich nicht, 1,5 Jahre oder 2. Und seit dem ersten Tag, wo wir uns gesehen haben, haben wir uns echt gut verstanden. Und aber wie kommt sowas zustande? Man lernt sich kennen und dann ist da irgendwie eine Connection und dann sagt er, komm, wir releasen jetzt bei mir auf dem Label. Oder wie für Normalsterbliche, wie funktioniert das? Ja, ich bin auch normalsterblich. Also wir haben uns das erste Mal bei einem Super Talent Festival gesehen. Da hat er, glaube ich, nach mir gespielt. Und da haben wir uns davor im Backstage gesehen und ich weiß nicht, man sieht sich ja dann so und fängt an sich zu unterhalten und dann merkt man ja echt ganz schnell, ob man irgendwie auf einer ähnlichen Wellenlänge ist oder halt nicht. Ja. Und ja, das war ganz ungezwungen und seitdem haben wir immer wieder geschrieben und dann hat er das Label später erst gegründet. Mhm. Und also zu der Zeit hatte ich aber noch mehr Tech-House produziert, also hat es auch gar nicht so auf sein Label gepasst, weil er eine Techno-Release ist. Und dann aber, ich seit einem Jahr also mehr Techno produziere, oder eigentlich nur Techno produziere, habe ich ihm natürlich dann Tracks geschickt und er fand sie super. Und so kam das dann zustande, ja, auf jeden Fall. Bei elektronischer Musik ist es einfach der Rhythmus und die Energie. Erstmal, also gerade im Club auf einem guten Soundsystem, was es mit deinem Körper macht, wenn so ein Beat auf dich einwirkt, so, dass zum einen auch Monotonie kann irgendwie sowas Besonderes sein. Das ist bei vielen anderen Genres vielleicht nicht so der Fall, glaube ich. Also es gibt ja auch viele Techno-Tracks, die wirklich monoton bewusst gemacht sind, weil sie dich eben auch dann irgendwie auf so einem irgendwas mit dir machen. Ja, auf jeden Fall. Und das geht, glaube ich, halt eben mit einem Gitarrenloop, der die ganze Zeit durchläuft, glaube ich, eher weniger. Also was auf jeden Fall, glaube ich, gerade sehr großen Hype hat, ist halt so dieser Burning Man Sound. Also das ist jetzt auch ein bisschen, das gibt es ja auch viele verschiedene DJs, aber so das ist ein bisschen, so, ich glaube, es fällt so unter Afro House, ein bisschen langsam. Organische Percussions, ja auch ein bisschen so orientalische Vocals und so weiter. In England und in Spanien ist Tech House extrem groß, also schon, teilweise schon die EDM-DJs fangen an Tech House aufzulegen, also ist eher das, habe ich sogar das Gefühl, dass Tech House gerade so das nächste Ding nach EDM wird jetzt, also sogar David Guetta legt irgendwie teilweise Tech House auf. Und ja, Techno hat natürlich auch auf jeden Fall einen Hype, also so jetzt ist der abnormal. Wenn du in die Beatport Top 100 gehst, sind so 20 Tracks von Drumcode. Also das kannst du halt nicht bestreiten, dass das halt irgendwie einen Hype hat. Aber es gibt natürlich auch so viele andere Arten von Techno, die halt irgendwie also gar nichts mit Drumcode zu tun haben. Deswegen ist das halt auch schwer, das irgendwie so einzugrenzen auf das Genre. Ja, und dann natürlich so dieser Stefan Botzin-Sound, total melodisch oder auch halt im Afterlife. Mhm. Das hat auf jeden Fall auch einen extremen Hype, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, ich möchte ein Label gründen auf jeden Fall, gerade eben, weil so dieser Rave-Sound
eben jetzt nicht so populär ist. Also es gibt schon Leute, die das machen auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht, dass jeder irgendwie zu Hause sitzt und das hört. Deswegen möchte ich halt eine eigene Plattform auch für haben, um das selbst so ein bisschen in der Hand zu haben. Und wenn du halt anderen Leuten Musik schickst, bist du ja quasi immer darauf angewiesen, dass es ihnen gefällt. Und dann auch auf die Fans dessen Label. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall so mein Projekt. Und ja, natürlich werde ich auch dem Rainer mal wieder Tracks schicken. Hast du denn schon einen Namen für dein Label überlegt? Ja, habe ich, aber... Noch Top Secret. Okay. Ja, Top Secret nicht. Aber nee, ich werde das dann, glaube ich, eher mit dem Logo und mit dem ersten Release dann zusammen announcen, damit das alles... Na gut, dann gedulden wir uns noch ein bisschen. Ja, das, also ich habe das auch noch niemandem erzählt, also ihr seid die Ersten, denen ich das sage. Breaking News, yes, Breaking News. cool. Genau. Klingt spannend, wir wünschen dir ganz viel Erfolg, wir verfolgen deine Kunst weiterhin und ja, freuen uns drauf. Ja, auch viel Spaß noch auf eurer Reise. Dankeschön. Ja, viele tolle Erfahrungen und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns irgendwo wiedersehen. Ich hoffe das auch. Danke für deine Zeit.